Namaste, Namaste, herzlich willkommen an diesem 1. Oktober, Sonntag zur Mittagszeit, wie gewohnt, zum KIMI-Report der Achenoa, der Freidenker und Körperbewussten. Ich muss zugeben, die Müdigkeit, sie wird nicht kleiner und heute dachte ich mal, ach, lassen wir mal diesen Sonntagsvideo weg da. Aber die Community, die ist wirklich so toll geworden auch und es macht wirklich Spaß mit euch. Und ja, darum ziehen wir es durch. Ich wurde dann auch noch von Schmerzattacken befallen. So in der Schulter, alles verklemmt da im Schulterblatt. Das ist dann vor allem nachts sehr schön, wenn man sich dreht oder so T-Shirt oder Pullover ausziehen, bis dann der Arm, es geht jetzt schon wieder viel besser, bis dann der Arm über die Horizontale ist. Keine Ahnung, was das ist, wahrscheinlich irgendwie das Alter. Aber so mit CBD-Tropfen und Latschenkiefer wird das doch schon viel besser. Wärme scheint da sehr gut zu sein. Also, still standing, aber wir müssen heute dann wieder in den Salon zu uns zurückziehen, weil es wird nicht besser, es wird nicht besser und ich möchte ja wirklich auch über Dinge sprechen, die einem als Arzt beschäftigen und nicht nur über irgendwelche Politik. Und unsere Gastgeber, sie sind strenge Gastgeber. Niklas hat mir das gerade vorhin noch zugesteckt. YouTube geht gegen prominente Impfgegner vor. Also es gibt nicht nur die Covid-Vakzinen, die sollte man nicht kritisieren, sondern auch alle anderen. Ja, selbstverständlich kommentiere ich das natürlich nicht, sondern wir respektieren die Community-Richtlinien dieser Gastgeber und darum machen wir das andere im privaten Salon. Das funktioniert ja wirklich toll, ihr kommt da drüber und ja, wir fühlen uns da ja auch ganz wohl. Trotzdem noch ein paar Dinge in eigener Sache und kleine Outtakes. Nicht vergessen, nächsten Freitag Premiere unseres neuen Stückes, die Rache der Papayas oder auf der Alp ist's besser. Landgasthof Sonnehaus der Freiheit in Ebnat-Kappel. Infos und Tickets gibt's unter info@schweizerzeit.ch. Ein schöner Ausflug da auf Winterberg. Die Welt ist dort noch in Ordnung auf der Alp oben. Erwarte nicht von mir, dass ich jetzt etwas zu Zertifikat und Testung sage. Es ist am 8. Oktober auf jeden Fall noch gratis und das andere kann ich nicht verändern. Ja, was machen wir im Salon heute? Wir schauen mal, wie diese Agenda 2030, die da ja auch, ihr seht das Schweizer Kreuz, alles hochoffiziell für nachhaltige Entwicklung, was das eigentlich bedeutet im Detail und ob das nicht vielleicht doch ein Wolf im Schafspelz ist. Da schauen wir dann ein bisschen genauer hin da und ich denke, es gibt immer noch sehr viel Stoff in dieser Agenda drin und auch in der Kommunikation. Ein Politiker der CDU, die ja wirklich abgeschmiert haben bei den letzten Wahlen, er ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag und er hat gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, gesagt, ich rechne mit vollständiger Normalität ab März 2022. Ihr wisst, wir bringen auch positive Botschaften und dann setzt er noch hinzu, bis dahin müssen die Ungeimpften der Endlösung zugeführt werden. Naja, also Sprache wurde ja mal erfunden, um Klarheit zu schaffen. Ich denke, dieser Politiker äußert sich äußerst klar. Naja, und was machen wir noch im Salon? Wir haben ja neue Botschaften auch und die im Sommer schon trainiert wurden unter dem Cyberpolygon am 9. Juli und Herr Schwab äußert sich da ja ziemlich klar dazu. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack.
Ja, schauen wir mal, wie es mit dieser Cyber-Attack so aussieht. Für uns gilt immer noch United Non-Compliance und werden wir das Nötige tun. Jetzt aber geht es dann gleich in Medias Res. Also rüber in den Salon www.marcocaimi.ch und da besprechen wir ein bisschen dann die Beharrlichkeit der Feigheit. In diesem Sinne, bis gleich im Salon. Wir sehen uns. Ciao.